sind Pietro Lombardi und Laura Maria Riepa etwa wieder zusammen. Der ehemalige DSDS-Juror und die Influencerin machen im September 2020 ihre Beziehung publik. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn bereits Ende Oktober geben die Turteltauben ihre Trennung bekannt. Immer wieder vermuten ihre Follower seitdem, dass das Liebesaus doch noch nicht endgültig ist. Und tatsächlich, momentan finden die Fans immer mehr Beweise dafür, dass Pietro und Laura wieder miteinander anbandeln. Promiflash fasst euch alle Indizien noch einmal zusammen. Anfang Mai bemerkt ein aufmerksamer User, dass die 26-Jährige wohl im Auto ihres Ex sitzt. In einem Clip sind nämlich deutlich die roten Sitze seines Wagens zu erkennen. Nur wenige Tage später ist das ehemalige Traumpaar offenbar schon wieder zusammen unterwegs. Sowohl Laura als auch Pietro teilen Videos im Netz, in denen sie mit demselben Fußball spielen. Doch damit nicht genug. Tatsächlich ist die Düsseldorferin auch bei den Dreharbeiten zu Pietros neuem Format Die Lombardi Show mit dabei. In seiner Instagram-Story postet der Musiker Cristobal Galvez ein paar Clips vom Set. Und auf ein paar Aufnahmen ist die Blondine deutlich im Hintergrund zu sehen. Dabei trägt sie eine weiße Bluse und eine dazu passende Jeans. Nur wenige Stunden später löscht der 34-Jährige die Stories aber wieder. Ob das wohl einen bestimmten Grund hat? Laura selbst teilt auf ihrem Social-Media-Profil ebenfalls einen Schnappschuss, auf dem sie genau das gleiche Outfit trägt. Läuft also wieder etwas zwischen ihr und dem Kölner? Ex-Bachelorette-Boy Jonathan Steinig macht nach der Trennung von Pietro und Laura selbst seine Erfahrung mit der Webbekanntheit. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, doch auch ihre Turtelei ist nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im Promiflash-Interview findet er nun harte Worte für seinen Ex-Flirt. Der 26-Jährige ist sich sicher, dass die Netzbeauty keine guten Absichten hat. Sie nutzt Pietro nur aus, um aktuell wieder im Gespräch zu sein. Jonah geht sogar noch weiter. Er bezweifelt, dass die Social-Media-Bekanntheit es überhaupt ernst mit dem Kölner meint. Ich will noch sagen, dass ich der Meinung bin, dass sie einfach skrupellos ist und mit den Gefühlen anderer Männer spielt, um aus jedem ihren Vorteil zu ziehen. Laura selbst äußert sich im Netz ebenfalls zu den Gerüchten. In einer Fragerunde stellt sie Anfang Mai klar, dass sie sich ein Comeback mit einem Ex durchaus vorstellen kann. Doch wenige Tage später erklärt die ehemalige Rechtsanwaltsfachangestellte, dass sie künftig erst einmal nichts mehr über ihr Liebesleben preisgeben will. Ich habe mich vor einigen Monaten schon dazu geäußert und gesagt, dass ich in Zukunft einige Dinge privater halten möchte. Sei es, ob ich einen neuen Partner habe oder sonstiges. Die Promiflash-Leser sind sich jedenfalls sicher, dass zwischen den beiden wieder etwas geht. In einer Umfrage geben 67,6% von 3.101 Teilnehmern an, dass sie glauben, da läuft wieder was. Am Mittwoch meldet sich auch Pietro bei seinen Fans und klärt zum Teil auf. Ich denke, es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass es zwischen uns ein langes Hin und Her gab. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ja, wir haben Kontakt und sprechen viel miteinander. Wieso auch nicht? Wir wollen das Ganze einfach ruhiger angehen lassen. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werde ich alles mit euch teilen. Es gibt genug schreckliche Sachen auf der Welt. Das Wichtigste ist es, einfach glücklich zu sein und euer Leben zu leben. Und das tun wir auch. Für die Follower heißt es also wohl abwarten, ob sich Pietro und Laura wohl bald wirklich öffentlich zu einer Beziehung bekennen.